Herzlich willkommen zurück zur Let's Play Landwirtschaftssimulator 2017 weiter mit Kavi. Jo. So. So. Wieder fresh. Einmal nackig um den Block gelaufen. Bei minus 10 Grad. Habt ihr minus 10 Grad? Weiß ich nicht, warte, ich muss kurz Handy gucken. Bei uns ist es echt nicht kalt. Ich kann auch mal gerade gucken, Alter, aber bei uns ist es echt nicht kalt. Minus 8, sagt Handy. Vom Gefühl, vom gerade rauchen gehen, ne? Ja. Es ist nicht kalt, ich gucke mal gerade. 5 Grad haben wir. Ja. Plus. Ach, plus. Plus. Oh, minus 8. Schon Unterschied. Ein gerade rauchen gewesen, ja. Noch einen Kaffee machen. Bohnen gehen aus, kriegst einen Wasserkaffee. Gratulation. Machst du Bohnen rein, Gratulation, Wasserschale voll, Wassertank leer. Bohnen suchen müssen. Ja, ein Jackpot knackt. Oder die den Kaffee gekauft, schmeckt nicht. Hauptsache knallt. Ja, wir machen das gleich auch so, ne? Wir leihen uns den Ohnehänger, verkaufen unseren, oder wir nehmen erstmal beide. Da sind auch 21.000, was reingeht. Ja. 21.056, Einschlag, 77.000 weg. Richtig. Haben oder nicht haben. Ups. Das Wegfahren dauert sowieso nicht lange. Alter, sind die schwer. Ich muss die klein schneiden hier. Mein Baumspann spielt einen Gummiball. Okay, hat er geschrieben. Bye. Werden wir eh bestimmt schon spielen. Kann er doch mit Ding spielen, mit Andi. Keine Ahnung. Oder sie sind am Verlieren. Weil die haben gewartet. Ja. Aber wäre eigentlich dämlich gewesen, um zu warten, weil... Richtig. Wir haben gesagt, wir ziehen die Folgen durch, die wir brauchen. Keine Ahnung, was sie jetzt da gemacht haben. Oder hat mit Spike Forza gespielt oder so, ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Ich habe heute aber auch jetzt um haben wir jetzt... 10 Uhr. Wenn du regulär nimmst, werden wir um 10:30 durch. Also, dass ihr mal Bescheid wisst, wir sind um 3 Uhr heute mittags angefangen. Ja, 3:30 sind wir angefangen, ne? Aber ich sitze ja schon wieder seit morgens. Nee, wir sind aber jetzt angefangen, Let's Play, ja, ja. Um 3:30, ne? Ja, 3:15 was. Ja. Und haben jetzt gleich 10 Uhr haben wir jetzt. Und wenn es weiterhin so läuft, dann könnte es auch noch 12 werden. Wäre nicht das erste Mal. Richtig. Wir sind auf jeden Fall gut vorangekommen heute. Der Haufen ist schon richtig. Klar, für die Leute ist das jetzt viel in dem Sinne, weil es sind, ja, knapp, es sind über 2 Wochen Folgen, ne? Ja. Also für die ist das eine lange Zeit, aber man muss einfach sehen, was wir jetzt in der Zeit gemacht haben. Mein Gott, Kabi, ich habe hier nur schwere Stämme. Ich muss hier ganz kleine Dünger draus schneiden. Ey. Ich auch. Alter, das wird Wahnsinn. Wenn wir echt Zeit haben, dann machen wir diesmal nicht den Fehler.
und holen uns den Stumpenentferner, ne? Und machen das auch mal so nebenbei. Oder meinst du nicht? Der meinst du das? Ja, das war hier diese Stumpen entfernen. Die Holzstumpen aus dem Boden. Dass wir nicht denselben Fehler machen wie im Privat. Dass dann der ganze Wald weg ist und da müssen wir die Stumpen entfernen. Achso. Ja, das machen wir nebenbei. Und dann würde ich aber das auch nicht mehr für Traktor machen. Also Traktor kaufen, sondern auch beigehen und das mit anderen Geräten machen. Ja. Auch diese kleinen schicken Kompaktlader, die mir so gefallen, und die gibt es ja auch extra für Forstwirtschaft mit den Ketten da. Ne? Genau. Und ich glaube, du tust dich auch leichter wie mit dem Traktor, weil der einfach wendiger und ja, kompakter halt ist. Ja, das wird mit dem auch besser gehen. Man kann sich dann, wir müssen ja auch mal gucken, was wir wirklich da in Kohle bei rumkriegen. Ich habe vorhin schon so drüber nachgedacht, wo wir kurz Pause gemacht haben. Vielleicht ist es dann ja auch schon so weit, dass wir wirklich ein bisschen Geld haben, dass wir uns wirklich schon mal eine Scheune holen könnten. Weil, richtig. Weißt du, was haben die noch gekostet? Weißt du das so aus dem Kopf? Die größte hat 42.000 gekostet. Die größte? Die größte, ja. Ja, das ist doch nicht viel. Nein, das glaube ich geht an von 29.000, 35.000. 42. Ja. Ist ja vollkommen okay. Aber wenn wir das alles gestreamt hätten, wäre schon lustig geworden. Ja. Hätte deine CPU mal was zu tun gehabt. So schlimm oder was? Arbeiten musst du dabei. Kommt ja mal ganz drauf an, wie du dann die Einstellungen machst. So klein muss er das dann gleich rendern und dies und jenes, ne? Bei mir ist es ja, er muss ja von 4K, stelle ich ja runter auf 2K, weil 4K einfach zu groß sind, die Videos. Und also runter skaliert wird das dann, ne? Ja. Bei dir ist es ja von Full HD und bleibt Full HD. Ich weiß nicht, ob das dann weniger Auslastung nimmt, das weiß ich halt absolut nicht. Eckekäffchen. Alle. Ich will immer noch mal diesen Kaffee probieren, da von den Affen, die die Bohnen ausscheißen. Nee. Nee. Nein. Das ist genau wie Trüffel, esse ich auch nicht. Nein. Das ist jetzt auch nicht so mein Fall, Trüffel, aber ess ich Bohnen nicht. Da von den Affen da? Doch, würde ich schon mal gern probieren, den Kaffee. Ja, das ist scheiße, Mann. Das ist mir doch scheißegal. Nee. Nein. Dann esse ich lieber Bulleneier. Die würde ich genauso essen. Bei uns wird ja auch noch. Das ist auch so eine Art Delikatesse hier. Schweinekopf, Rinderhirn. Bei uns gibt es ja auch hier. Wie nennt man das? Zungenragout. Was für ein Ding? Zungenragout. Da ist Zunge drin. Vom Schwein oder vom Rind, weiß ich nicht ganz genau. Ist wie so eine Suppe. Ja, warum nicht? Mit Zunge drinne und all sowas. Ess ich nicht. Dieser Gedanke, Zunge, geht nicht runter. Es schmeckt, also ich weiß, dass es schmeckt. Ich hab's probiert, aber der Gedanke alleine ist so. Puh. Ja, aber das haben ja manche Leute alleine bei Leber und ich kann mich reinsetzen in Leber, Alter. Ich esse mein Leben gerne Leber. Nicht mein Fall. Ja. Mag ich jetzt nicht so. Kommt ja immer ganz drauf an, von wem die Leber ist. Jetzt fragen sich viele, ne? Ja, es liegt zum Beispiel da dran, nehmen wir zum Beispiel eine Pute. Pute ist nicht gleich Pute.
Und die Leber schmeckt nicht gleich. Weißt du? Wenn du zum Beispiel ein Schwein, nehme ich jetzt einfach mal die Leber aus irgendeinem Supermarkt, wir wollen ja keine Werbung für irgendjemanden machen, so, aus irgendeinem Supermarkt kaufe, die dann zum Beispiel vom Schwein ist. Die schmeckt nicht unbedingt. Wenn wir zum Beispiel, meine Eltern holen ja immer noch vom Privatmenschen die Schwein, ne? Und die nehmen von davon die Leber. Das mag ich, Kabi. Aber diese Leber aus dem Laden, nein. Das ist ja wie jedes andere Organ oder Tier. Ja, das kommt ja, weil die ja hochgezüchtet sind, diese Richtig, Tiere. wie die gefüttert werden. Richtig. Und ja, da ist das ja nicht so. Die sind ja wirklich, die laufen da frei rum, ne, kriegen Essensreste und was weiß ich nicht alles. So wie man früher halt Schweine großgezogen hat, ne? Ja, nicht nur mit Kraftfutter und so ein Scheiß. Richtig. So, und dadurch ist das natürlich dann auch ein ganz anderes. Es schmeckt wirklich saumäßig lecker. Und gerade wenn meine Mutter die macht, weißt du, mit Zwiebeln einlegen und aber lecker, einfach geil, Kabi. Und die ist auch nicht wabbelig oder schwabbelig bei meiner Mutter. Kein Stück. Die ist richtig fest. Also ich, also Bäume hier, die ich gefällt habe, ey, das ist kein Ende hier. Ja, dasselbe hatte ich hier vorhin auch. Aber ich habe jetzt nur noch zwei Stück. Zwei Bäume. Dann bin ich durch, dann komme ich zu dir. Kabi, das ist zwar jetzt gerade mühselig, aber wir sind gleich durch. Und dann geht's ans Geld Ja, Mann. machen. Wie viele Folgen haben wir jetzt hier Bäume gesägt? Vier? Fünf? Vier. Weiß nicht, ich könnte nicht nachgucken, weil ich habe die alle Folgen schon nummeriert und so, ne? Gerade wo du weg warst. Weil um 0 Uhr, weil ich nicht weiß, ob wir bis 0 Uhr heute Nacht machen, kriegen die eine andere Bezeichnung und nicht, dass die dann durcheinander gehen. Weißt du, dass ich keine Reihenfolge mehr habe. Und das wäre dann ziemlich lustig, wenn du dann einfach nebenbei mal eine andere Folge hättest. Ist mir schon so oft passiert. Wenn du dann nachts Bock hast, noch zu spielen. Weißt du, und dann fängst du an um 11 Uhr, was weiß ich, 11:30 Uhr oder so. Und danach geht es dann um 0 Uhr und dann kriegt die Folge eine andere Bezeichnung und dann ist die Reihenfolge im Arsch. Boah, ich hab's gleich. Freue mich. Einschmeißen und so, das ist ja eigentlich dann kein großer Akt, nicht? Nein, das Wegfahren auch nicht, Kabi. Mit den Treckers geht das ziemlich schnell. Und wir sagen ja, wenn wir die erste Kohle zusammen haben, aber ich glaube, wir können uns sowieso gleich den grünen Hänger kaufen. Oder den roten, den wir haben wollen. Weil wir haben 34.000. Was hast du gesagt, was müssen wir bezahlen für deinen? Für den Krone? 7000. Leihgebühr? 7.000. Ja, und den Krampe, den wir möchten, der kostet 51.000. 20, ja, das wird eng. Ja, dann fahren wir ein Fuder weg und dann reicht das Geld. Vielleicht nehmen wir dann auch gleich einen größeren und gar nicht den roten. Mal dann gucken, ja. Aber das sehen wir dann, wenn es mit dem Geld ist. Vielleicht fahren wir zwei Fuder. Das werden wir dann sehen. Erstmal gucken, wie es läuft. Wir planen auch schon wieder viel zu weit, weil wir gar nicht wissen, wie lange wir noch machen. Ich habe eigentlich damit Gleich. gerechnet, wir würden nächste Woche Freitag noch ein paar Folgen machen und würden dann hier hochgehen. Aber dass wir heute so durchziehen, Alter, das ist schon irgendwo ein bisschen, ja. Was wir auf jeden Fall nicht machen werden, Leute, wenn wir eine Halle gekauft haben oder so. Oder wir machen das und wir stellen dann die ganzen Fahrzeuge darunter. Das nehmen wir nicht auf, Leute. Also das tun wir euch nicht an. Das ist jetzt genauso, wenn wir richtigen Leerlauf kriegen. Habe ich und Kabi schon so ein bisschen drüber geredet. Dann werden wir einfach einen Zeitsprung machen. Richtig.
Es ist ja auch nicht immer nur der Sinn, hier nur 120 Stellen, 120 Stellen, 120 Hochstellen und wieder ernten, 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 ernten. Nee, das. Aber zurzeit haben wir das Problem, dass wir halt das so machen können. Deswegen finde ich gar nicht schlecht, dass wir hier hochgegangen sind. Einfach jetzt mal was anderes. Ja, und wenn wir dann wirklich Feld 11 und dann Gras und dies und jenes. Überleg mal, was wir für eine Abwechslung auf der Privatmap haben, Alter. Ja. Du bist nur am Heizen auf der Privatmap und das will ich hier auch haben. Weißt du, wenn man später beigeht, guck mal, Feld 11. Ja, wir könnten natürlich auch vielleicht nicht Feld 11 nehmen, sondern vielleicht. Pff, doch, Feld 11 ist eigentlich schon ziemlich geil. Ja, wegen Schafe und so. Wie richtig. Und vielleicht Feld 18 könnte man vielleicht auch noch, auch wenn es klein ist, Gras draus machen. Hm. Später. Später. Aber ist das Feld 11 denn größer wie das, was wir jetzt als Gras haben, Kabi? Weißt du das? Privat? Kann ich dir gleich sagen. Ich weiß nicht, wie groß unsere Privatgrasfläche ist. Ist größer. Ist größer, Feld 11. Ja. Boah, wie geil. Ich glaube, das Gras, das wir haben, das hat einen, nicht mal einen Hektar, glaube ich, 0,78 oder so auf der Privat. Okay. So, Kabi, ich komme jetzt zu dir und helfe dir. Ich hab jetzt noch einen Baum. Ja, ich bin auch durch. Auf jeden Fall ein Riesenberg, die Riesenberge, die wir hier haben. Mega geil. Jetzt ohne Scheiß. Dann werfe ich schon mal. Willst du hier einen Haufen machen oder darauf? Nee, ich schmeiß zu dir und du kannst es weiter schmeißen. Ja, alles klar. Deine Kette. Ja. Das ist schon Mordsberg. Ja, der andere ist auch riesengroß. Na. Oh, jetzt auch wieder viel Holz. Und das dann gleich in den Häcksler. Und dann geht die Post ab. Voll, voll, voll. Am Anfang wird es ziemlich schnell wahrscheinlich, weil ich ja noch den kleinen Hänger dann hinter den einen habe, ne? Dann wird es schon ziemlich schnell gehen. Aber wenn wir beide zwei große Hängers haben, dann sollte das eigentlich schon ziemlich flott gehen. Oder wir verkaufen den einen. Den kleinen schon, ja. Und leihen uns zwei von denen. Dann würden wir mit 100.000 runterknallen. Jedes Mal, Kabi. 12.000. Puh. Ja, nicht gut. Doch, eigentlich schon. Ja, es geht ja auch darum, dass man nicht so oft fahren muss. Kommt ja richtig dazu, ne? Ja, und Kohle. Ja, klar. Ich glaube, das machen wir auch, Kabi. Echt, wir verkaufen unseren Hänger und leihen uns den Häcksler und die zwei Hängers. Wie war denn das mit dem Heizomat? Das geht ja auch. Das Teil müssen wir platzieren und da kriegst du einen besseren Preis. Da kriegst du mehr raus. Also mehr Geld. Da hast du irgendwie einen festen Preis, keine Ahnung. Da kann ich auch keinen Preis rauslesen oder geschweige irgendwas anderes. Oder ob du den gleichen Preis bekommst wie aus Hackschnitzel. Wie Hackschnitzel, absolut keine Ahnung. Ich glaube, das war der gleiche Preis wie Hackschnitzel. Ich glaube auch, ne? Irgendwie so hatten wir das. Das haben wir schon mal ausgerechnet, ja. Der Vorteil war einfach nur, wenn du es auf den Hof stellst oder hier oben hinstellen würdest, würdest du mega viel Weg sparen einfach. Klar, stellst du dann neben die Hütte hin. Richtig. Machst einen Hänger voll, fährst du hin und fertig. Und fertig, gibst genau. Du ab. Ja, aber am meisten Kohle kriegst du immer noch, wenn du komplette Baumstämme da machst. Genau, also wenn du wirklich komplette mit schön lang und dann hier gleich diese Holzdinger kaufen zum Aufladen etc., ne, dann geht das schon richtig derbe ab. Das ist ja cool, weil das kannst du ja dann in dem Sinne wirklich dort unten zu dem Bahnhof fahren. Richtig. Oder ist da kein Kran? Weiß ich jetzt doch nicht. Am Bahnhof ist ein Kran. Ja, beim Sägewerk. Beim Sägewerk ist ein Kran.
für den Zug. Aber hier oben fährt ja kein Zug hin. Du müsstest den Zug unten zu Feld zwischen 4 stellen, dann kannst du auch den Rest fahren. Aber du weißt, ich weiß ja, nicht, da muss wie wieder viel. umladen von bei Genau, Feld 11. du müsstest dann umladen. Nee, ja, genau. Du musst dann wieder umladen auf den anderen. Und das ist scheiße. Du kannst auch durchfahren. Müsstest Ja, dann aber du musst dann, die zweimal. Greifer sind ja riesig, ne? Ja, aber Zug. das wird trotzdem schnell gehen, weil du musst überlegen, die Forstgeräte, der fährt oh, nur 20 km/h. Naja, so weit sind wir noch nicht. Nein, noch lange nicht. Ups. Erstmal müssen wir jetzt hier klarkommen. Jeden Fall auf besseren Wege. Ja. Und gleich sind wir durch. Und dann machen wir das, was wir gesagt haben, Kavi. Wir bringen den grünen Hänger weg. Verhökern ihn. Leihen uns den Kronehänger. Zweimal. Und den Häcksler. Ich hoffe, dass man am Häcksler einen Hänger anhängen konnte. Muss nämlich einer zweimal fahren. Falsche Taste. So, ich sage auch schon wieder vielen Dank fürs Einschalten. Bis morgen. Tschüss.